Hallo und herzlich willkommen zu Ihrer ersten Nachrichtensendung des Tages, heute am Dienstag, den 30. Juni. 381.000 Menschen, so viele waren es, die das Klimavolksbegehren insgesamt unterschrieben haben. Damit landet es auf Platz 21 der erfolgreichsten Volksbegehren. Drei weitere Volksbegehren müssen im Parlament behandelt werden, weil auch sie die Hürde von 100.000 Unterschriften erreichen konnten. Smoke Nein, gegen das Rauchen in der Gastronomie. Die Initiative Asyl Europa gerecht umsetzen, für geringere Beiträge Österreichs bei der Flüchtlingshilfe. Und das Volksbegehren für einen Ausstieg Österreichs von Euratom. Heute soll im Nationalrat eine weitere Corona-Hilfsmaßnahme beschlossen werden, nämlich die Senkung der Mehrwertsteuer auf 5% in der Gastronomie und im Kulturbereich sowie für Lebensmittelbetriebe. Bäcker, Fleischer und Konditoren fordern, dass die Entlastung auch für sie gelten soll. Außerdem wird Verteidigungsministerin Claudia Tanner eine Erklärung zu den Reformplänen für das Bundesheer im Nationalrat abgeben. Am Mittwoch geht der Ibiza-U-Ausschuss weiter. Die Opposition hat sich auf ÖVP-Urgestein Wolfgang Sobotka eingeschossen. Sie wirft ihm Befangenheit vor und fordert seinen Rücktritt als Vorsitzender. Die Krone hat jetzt neue Infos zu einem brisanten Treffen am 13. März 2019. Da war Wolfgang Sobotka in der Zentrale des Glücksspielriesen Novomatic zu Gast. Das war also genau die Phase, wo es um die Installierung von Peter Siedlow als dritten Vorstand bei den Casinos Austria ging. Damals hat Sobotka seinen ehemaligen Pressesprecher, den damaligen Novomatic-Sprecher Bernhard Krumpel, getroffen. Bei Novomatic-Gründer Johann Graf war Sobotka an dem Tag auch. Der Verdacht der Ermittler? Da könnte es um die Kasag gegangen sein und um die Bestellung Siedlows. Das diesjährige Line-up für das ORF Sommerkabarett sorgt wieder einmal für Aufregung. Dort treten zwar Publikumslieblinge wie Andreas Witasek oder Viktor Gernot auf, aber weibliche Kolleginnen sucht man vergeblich. Dem ist nicht das erste Mal so. In den letzten 4 Jahren war im Sommerkabarett keine einzige Frau zu sehen. Wie das passieren kann? Der ORF rechtfertigt sich, aufgrund von Corona wäre das komplette Programm umgestoßen worden. In den sozialen Medien und in der Schauspielszene gehen die Wogen hoch. Das waren soweit die Themen für den Dienstag. Ich hoffe, Sie sind gut in die Woche gestartet und kommen entspannt und gesund durch. Und ich freue mich, dass Sie bei uns sind. Musik.